wo Gott manchmal so unglaublich lange zögert, bis er uns da scheinbar hilft und sich Dinge lösen und verändern. Da gehen ja manche Dinge über Jahrzehnte hin, bevor da irgendwie mal eine Lösung kommt oder noch länger. Warum ist das so? Das ist eine ganz, ganz große Frage. Und die möchte ich gerne versuchen, mit euch auch heute Morgen so zu beantworten. Als ich vor 4 Jahren im Wendepunkt in dieser Reha-Einrichtung, in der ich arbeite, anfing, da war da eine Klientin mit einer ganz, ganz schweren, ich möchte nicht die Diagnose sagen, aber mit einer ganz, ganz schweren psychiatrischen Erkrankung. So ungefähr so das Schlimmste, was man kriegen kann. Und sie war in ihrer Krankengeschichte so ein Typus geworden, den man in der Psychiatrie folgendermaßen benennt, wenn man von solchen Leuten spricht. Man nennt sie nämlich Drehtürpatienten. Das heißt, über Jahrzehnte hinweg sind sie mit einer gewissen Konstanz regelmäßig stationär im Krankenhaus. Da kommt ein Schub der Erkrankung, dann kommen sie ins Krankenhaus, danach gehen sie wieder nach Hause und in einer absehbaren Zeit kommen sie wieder ins Krankenhaus, werden wieder behandelt, dann gehen sie wieder nach Hause und dann kommen sie wieder ins Krankenhaus, werden wieder behandelt und rein und raus, rein und raus, rein und raus. Deshalb nennt man die Drehtürpatienten. Ja, rein und raus, rein und raus, rein und raus. Und das über Jahrzehnte. Nun war diese Klientin schon mittlerweile über 60 Jahre alt und hatte, und da muss man wirklich auch unseren Kostenträgern, die wir haben, die Rentenversicherung oder auch den Landschaftsverband, den Sozialversicherungsträger, oft wirklich auch mal loben und sagen, Mensch, das ist so stark. Auch diese Frau hat eine Reha bewilligt bekommen. Und während dieser Reha hat sie manche Dinge kapiert, hat sich weiterentwickelt und es ging ihr gut, wurde entlassen. Und soweit ich das überblicken konnte, war die Drehtürgeschichte zu Ende. Jetzt hatte sie sicherlich eine sehr erfahrene Therapeutin in dieser Zeit. Und das ist auch nicht unwichtig und nicht unwesentlich. Aber das, was bei ihr passiert ist, lag weder an dieser guten Therapeutin, noch lag es an unserer Einrichtung, sondern die Zeit war einfach reif. Ja? Und das ist das, was überall auch in den Psychiatriebüchern drinsteht. Da gibt es Leute, die sind von Therapeuten, von Ärzten und von ihren Angehörigen aufgegeben, weil die seit Jahrzehnten mit den gleichen Klamotten, mit den gleichen Problemen rumlaufen und es tut sich nichts und plötzlich machen sie einen ganz starken Sprung nach vorne. Es entwickelt sich etwas, innerlich passiert nochmal etwas und sie kommen nochmal richtig aus dem Quark und von der Stelle und es geht richtig voran in ihrem Leben. Warum ich das erzähle, ist, weil ich damit sagen möchte, dass Gott Prozesse in unserem Leben nutzt und er nutzt das, was der Volksmund sagt, nämlich das Leben wird es schon richten. Und ich meine heute Morgen, obwohl man muss das Thema sehr, sehr differenziert betrachten, dafür ist heute Morgen gar nicht die Zeit da. Aber ich will es einfach mal so sagen, Gott zerbricht uns nicht, es sind die auf uns einwirkenden Kräfte des Lebens, die uns oftmals dahin bringen, dass etwas in unserem Leben zerbricht. Aber Gott nutzt diese Kräfte, er nutzt diese Prozesse und ich möchte mit euch heute Morgen mal 3 Faktoren angucken, die in unserem Leben dazu führen können, dass etwas bei uns zerbricht. Und zwar Verschleiß, Aushöhlung und das Einwirken starker äußerer Kräfte. Ich werde das gleich mit euch ganz nacheinander in Ruhe durchgehen und angucken, was das bedeutet. Und ich meine, dass wir diese Kräfte verstehen lernen und dass wir diese Prozesse, durch die Gott in unserem Leben arbeitet, verstehen lernen, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn letztendlich hat das damit zu tun, wie wir Gott sehen und in welchem Bild Gott vor uns erscheint. Das hat entscheidenden Einfluss auf unsere Beziehung zu Gott. Das ist nicht zu unterschätzen. Ein Beispiel nur ganz kurz, ich will das nur gerade mal einschieben, weil mir das gerade kommt. Aus meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, kenne ich ein Mädchen, das hat
vor Jahren MS bekommen. Und sie war in Süddeutschland in einer sehr, sehr, sehr charismatischen Gemeinde, wo Leid jetzt nicht so dazugehört zum Leben, sondern wo Heilung Standard ist. Und die wurden sehr ermutigt und glaubten, sie und ihr Mann glaubten ganz fest an eine Heilung, aber die Heilung ist nicht gekommen. Und ihr Mann ist irre geworden am Glauben und ist von ihr weggegangen, vom Glauben weggegangen. Und das hat was damit zu tun, wie wir Gott sehen. Es hat was damit zu tun, wie wir unser Leben betrachten, wie wir Leid auch betrachten. Und kann im schlimmsten Fall, wenn wir da sehr einseitig unterwegs sind, kann das auch in unserem Leben Schaden anrichten, wenn wir das nicht richtig verstehen. Wie handelt Gott in unserem Leben? Handelt Gott immer nur durch Schnippheilung oder handelt er durch Prozesse? Handelt er durch Entwicklung? Handelt er durch Veränderung, die langsam und mühsam entsteht? Und gerade bei psychischen Dingen, ich arbeite ja in der Psychiatrie, gerade bei psychischen Erkrankungen und psychischen Problemen handelt Gott in der Regel, ich möchte fast sagen immer, aber ich will jetzt auch keinen die Hoffnung nehmen, aber in der Regel handelt Gott nicht durch ein Schnipp eingreifen, sondern er will, dass du das verstehst, was in deinem Leben los ist. Er will, dass du verstehst, was da innerlich sich verändern muss. Und deswegen handelt er durch Prozesse, durch Veränderungen und manchmal sehr leidvolle und sehr mühsame Prozesse. Was für ein Bild, wie gesagt, entsteht in meiner Vorstellung von Gott, wenn ich zum Beispiel denke, das ist jetzt nur ein Beispiel, das betrifft jetzt nicht mich in meinem Leben, nur mal ein ganz extremes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, mein Kind ist gestorben oder vielleicht sogar mein Kind musste sterben, damit ich daran zerbreche und dann in meiner Not zum Beispiel eine bessere Beziehung zu Gott finde oder so. Also ein Quatsch habe ich schon mal gehört. Ja, da musste jemand sterben, damit ich dann das und das in meiner Beziehung zu Gott erkenne. Also Leute, da muss ich ehrlich sagen, da hört bei mir der Spaß auf. Das kann doch nicht sein. Wir gehen jetzt mal die drei Punkte durch. Der erste Punkt war Verschleiß. Ich habe mich heute mal mit ein paar bildhaften Sachen ausgerüstet. Das kennt ihr alle, ne? Das ist eine Tupperdose. Und die Tupperdose hat hier hinten so eine Nahtstelle. Und Tupper sagt, also die Firma, die sagen, das hält ein Leben lang. Auf und zu, das hält ein Leben lang. Und erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wie lange das wirklich hält. Aber was wir zu Hause schon erlebt haben, ist, dass es vorkommt, dass es trotzdem mal zerbricht. Da sagt Tupper natürlich, ja, wenn das zerbricht, dann kriegst du eine neue. Und machen die auch, finde ich wunderbar. Aber die sagen das ganz ernst, das hält ein Leben lang, das kann nicht zerbrechen. Wie die das hinkriegen, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es auch Momente gibt, wo das hier hinten durch Verschleiß von Auf- und Zumachen, wo das zerbricht. So ist Verschleiß ist eine Ursache, dass etwas in unserem Leben zerbricht. Und ich habe hier eine Bibelstelle, die leuchtet so zuallererst nicht ganz ein, was die hier damit zu tun hat, aber ich möchte die für euch mal lesen. Sprüche 13, Vers 12, da steht, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Sprüche 13, Vers 12. Nochmal dieser erste Teil, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Dieser Teil drückt diesen Sachverhalt aus. Und obwohl erstmal dieses mechanische Bild von Verschleiß eigentlich auf Hoffnung angewandt jetzt erstmal komisch anmutet, ist es doch so, dass wir in bestimmten Anliegen immer wieder Hoffnung investieren. Wir müssen Hoffnung investieren, weil wenn wir nicht Hoffnung investieren und glauben, dass in einem bestimmten Anliegen Gott reagiert, dann könnten wir es auch gleich bleiben lassen. Dann bräuchten wir auch gar nicht beten. Also Hoffnung gehört einfach dazu. Und Jesus hatte uns das doch versprochen, dass er Anliegen erhöht. Und er tut es ja auch. Aber was ist, wenn es sich lange hinzieht? Und das gibt es in unserem Leben. Da bin ich mir sicher. Vielleicht nicht bei den ganz jungen Leuten hier. Aber bei all denen, die schon einige Zeit in ihrem Leben unterwegs sind. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch jetzt eine Geschichte erzählen könnte, wo er sagen könnte, ja genau, da ist eine Sache in meinem Leben und das zieht sich hin.
Das ist eine existenzielle Not, daran leide ich und ich bete seit Jahren dafür, dass Gott da eingreift, aber es zieht sich hin. Und wenn sich das so hinzieht, wenn wir immer wieder beten, immer wieder Hoffnung investieren, immer wieder glauben, aber es passiert nichts, dann kann das wie bei so einem Verschleiß, kann das zu einem Zerbruch führen. Unser Herz kann daran zerbrechen. Aber hier greift ein wichtiger Punkt. Und dieser Punkt kann verhindern, dass wir an unserem Glauben irre werden. Wie von diesem jungen Pärchen, oder so jung waren die gar nicht mehr, eher so in meinem Alter, Entschuldigung, fällt mir gerade auf. Wie von diesem Pärchen, von dem ich erzählt habe, mit der MS-Erkrankung. Da ist es so passiert. Ja? Hoffnung passiert nichts. Hoffnung passiert nichts. Hoffnung passiert nichts. Und dann Zerbruch. Und dann geht alles zu Bruch. Aber ich glaube, ich habe einen Punkt gefunden, der das verhindern kann. Aber gerade, vergebt mir, wenn ich das jetzt mal so sage, gerade so Hypercharismatiker, also Leute, die so ganz stark glaubensmäßig da so unterwegs sind, die lehnen diesen Punkt in der Regel total ab. Vielleicht auch manche von euch, ihr könnt mich ja nachher verhauen, aber ich muss es trotzdem einfach so sagen, weil es nicht anders geht. Nämlich, es geht darum auch, dass wir in unserem Leben an bestimmten Punkten das Leid, das in unserem Leben ist, annehmen müssen. Und das ist genau, da trennen sich die Geister. Ja, da sagen diese Leute, und da kenne ich einige von, und ich komme immer wieder auch mit Leuten in Berührung, die sagen dann, Leid annehmen, nein, das geht nicht. Dann komme ich ja aus meiner Glaubenshaltung raus und so. Das geht gar nicht. Doch, Leid annehmen, ne? Wie hat der Paulus gesagt, dreimal habe ich zum Herrn gefleht, er möge mich von diesem Stachel erlösen. Und dann